Servus und herzlich willkommen. Heute schauen wir uns die ASUS ProArt GeForce RTX 4080 Super OC Edition Grafikkarte an. Perfekt für die, die auf der Suche nach Top-Leistung im Grafikbereich sind. Also, pack mal's! Also fangen wir mal mit den technischen Schmankerln an, die dieses Biest so besonders machen. Die Axial-Techlüfter von diesem Modell, die sind echt der Hammer. Mit ihren Doppelkugellagern blasen sie 21% mehr Luft durch die Karte. Was heißt das für uns? Kühler, leiser, schneller. So einfach ist das. Und dann dieser geniale Trick mit den Seitenlüftern, die gegen den Uhrzeigersinn drehen. Klingt vielleicht komisch, aber das minimiert Turbulenzen und sorgt dafür, dass die Luft so richtig schön durch den Kühlkörper gepustet wird. Das Beste daran? Wenn es mal nicht so heiß hergeht und die GPU unter 50 Grad Celsius bleibt, dann machen die Lüfter Pause. Stille. Erst über 55 Grad Celsius springen sie wieder an und halten die perfekte Balance zwischen Leistung und Ruhe. Die Heatpipes leiten die Hitze ab zu einem Lamellenstapel, der so konzipiert ist, dass er perfekt mit den Lüftern zusammenarbeitet. Und optisch? Alles in Schwarz, passend zum ProArt Theme. Schick muss es sein. Was die Power angeht, da hat ASUS nicht gekleckert, sondern geklotzt. Digitale Leistungsregelung, Hochstrom-Endstufen, 15K-Kappen, das Ding ist gebaut, um Leistungsgrenzen nicht nur zu erreichen, sondern zu sprengen. Die kluge Anordnung der Bauteile auf einer kurzen Platine reduziert nicht nur die Leistungsverluste, sondern lässt auch die Wärme durch eine massive Entlüftung auf der Rückseite entweichen. Wer also auf der Suche nach einer Grafikkarte ist, die in Sachen Kühlung und Leistung neue Maßstäbe setzt, der sollte sich dieses Modell definitiv mal genauer anschauen. Links dazu wie immer in der Videobeschreibung. Jetzt wird's richtig interessant. Wir schauen mal, wie sich das Schmuckstück in der Praxis beim Zocken bewährt. Hab da ein paar aktuelle Games angetestet und die FPS-Werte für euch für Full HD, Quad HD und 4K rausgesucht. Aber denkt dran, das sind Durchschnittswerte. Die tatsächliche Performance hängt auch von eurem restlichen System ab. Bei Cyberpunk 2077 in Ultra-Settings haben wir satte 185 FPS in 1080p, 121 FPS in 1440p und immer noch beeindruckende 59 FPS in 4K. Das bedeutet, selbst in der höchsten Auflösung läuft das Game flüssig. Baldur's Gate 3 hat mich echt umgehauen. Da kriegen wir durchgehend gute Werte. 145 FPS in Full HD und Quad HD und selbst in 4K noch starke 108 FPS. Also, egal welche Auflösung, das Spiel läuft wie geschmiert. Assassin's Creed Mirage zeigte auch keine Schwäche. 174 FPS in 1080p, 144 FPS in 1440p und solide 95 FPS in 4K. Also auch hier Top-Performance quer durch alle Auflösungen. Und zu guter Letzt Elden Ring. Ein weiteres Highlight. Mit 170 FPS in 1080p, 150 FPS in 1440p und 97 FPS in 4K zeigt das Teil, was es kann. Selbst in der höchsten Auflösung kriegen wir noch flüssige Bewegungen und schnelles Gameplay. Kurz gesagt, diese Grafikkarte ist ein echtes Biest. Egal welches Game oder welche Auflösung, sie liefert ab. Also, wenn ihr euer Gaming-Erlebnis auf das nächste Level bringen wollt, scheint dieses Modell genau das Richtige zu sein. So Freunde, das war's mit unserem kleinen Abenteuer rund um die ASUS ProArt GeForce RTX 4080 Super OC Edition Grafikkarte. Ich hoffe, die Reise hat euch genauso Spaß gemacht wie mir. Denkt dran, unten in der Beschreibung findet ihr die Links zu den besten Angeboten für dieses Prachtstück. Habt ihr Fragen, Anregungen oder wollt einfach eure Erfahrungen teilen? Dann immer her damit in den Kommentaren. Eure Meinung ist mir wichtig und ich bin gespannt, was ihr zu sagen habt. Fandet ihr das Video hilfreich und unterhaltsam? Dann lasst doch ein Abo da. So verpasst ihr keine weiteren Videos und wir können zusammen noch viele spannende Produkte entdecken. Bis zum nächsten Mal, passt auf euch auf und viel Spaß beim Zocken oder was immer ihr mit dieser Grafikkartenpower vorhabt. Servus und bis bald!